Seit nunmehr 3 Jahren existiert das Institut für Buchgestaltung. In Raum 143a arbeiten Professor Dirk Fütterer und sein Team aus Studenten. Wir fragten sie, was genau das IFB macht. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Der IFB ist eine kleine Gruppe von Studenten rund um Professor Dirk Fütterer. Was machen wir? Ja, alles, was mit Buchgestaltung zu tun hat. Also darum geht es hier, die Förderung von Buchgestaltung an einer Hochschule für Gestaltung. Ja, wir machen hier einen Wettbewerb, der nennt sich Erstwerk. Daran können also alle teilnehmen, die einfach ein Buch hergestellt haben im Fachbereich. Die Erstwerk-Jury besteht aus Professoren, einerseits hier von der FH, andererseits auch von anderen Hochschulen und Mitgliedern des IFB. Was wir gesehen haben, dass diese Einrichtung, dieser Wettbewerb eigentlich einen großen Vorteil hat, dass andere Leute sehen, was woanders entsteht und selber dadurch angespornt werden, bessere Arbeiten zu machen. Die Gewinner dieses Wettbewerbs werden dann auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert und versucht dann auch zu veröffentlichen. Wir möchten natürlich nicht nur, dass was Gutes entsteht, sondern dass es auch gesehen wird. Also gute Bücher brauchen ein Publikum und die Messe ist ja der wichtigste Markt für Bücher, weltweit sogar, muss man sagen, in Frankfurt. Und da so ein bisschen von mitzubekommen, dass Bücher immer wieder beurteilt werden von anderen Gruppen, Einblicke in die Verlagsbranche zu bekommen, möglichst früh, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil der Autor mehr können muss als nur gestalten. Er muss dieses ganze Drumherum des Verlegens auch verstehen. Ich persönlich bin im IFB, weil ich Buchgestaltung sehr interessant finde, aber auch, weil die Aufgaben hier sehr vielfältig sind. Also wir machen halt auch Dinge wie Betreuung der Webseite oder halt Korrespondenz mit den Verlagen. Und ich denke, da kann man einfach eine ganze Menge bei lernen. Das ist eben kein klassisches Seminar, muss man ganz klar sagen. Das ist so eine Zwischenstufe zwischen Probieren und Laboratorium und wirklich schon erste Schritte in die Professionalität zu gehen.